Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zocken wir Clash Royale. Also meiner Meinung nach ist mein Deck sehr gut. Ich gewinne immer. Aber wenn sie Ballonen und so weiter einsetzen, dann verliere ich trotzdem. Also schauen wir mal mein Deck an. Riesenskelett, Walküre, Mini-PK und schaut Leute. Riesenskelett ist für Angriff, Mini-PK auch, Rakete auch. Prinz auch. Bomberman setze ich zur Verteidigung plus Angriff an. Ein Walküre für Verteidigung eigentlich. Wenn urviele Kobolden und so weiter, Bombe und so weiter ist, dann kann Walküre alles auf einmal wegschneiden. Das finde ich gut. Okay, greifen wir mal an. Hab neu begonnen und habe Arena 3 eingeholt. Also, ihr schreibt mal viel Glück, weil das, also das ist gut für Elixieren sammeln, dann antworten sie und so weiter. Okay. Was? Barbarenkaserne? What the fuck? Ich schaff das nie, Leute. Er ist einfach zu stark. Bist du denn? Er ist ja Profi, Leute. Wie soll ich... Scheiße. Käse greift an. Okay. Naja, ich benutze Rakete und so weiter nicht so oft, aber schon manchmal. Drache ist meine Schwachstelle, Leute. Egal. Setzen wir mal Rakete. Scheiße, Leute. Das ist meine letzte Chance, dass ich gewinnen kann. Ja. Wir haben es trotzdem geschafft, Leute, obwohl er stark war. Baban finde ich urstark. Und ich hatte einen Clan. Ich habe es verlassen. Also das ist für mich beste Deck, aber ihr könnt auch statt Rakete Riese oder Koboldhütte oder Drachenbaby einsetzen. Also ich nehme mal ein Drachenbaby.